Bah, sie kriegt's. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen wir heute zu einem neuen Video. Ich bin hier mal heute wieder nicht alleine, sondern mit Alex. Was wir uns heute überlegt haben, ist, dass Alex sich ein paar Fragen rausgesucht hat von einem Grundschultest. Ist es ein Grundschultest? Ja, Grundschultest mit Fragen für Erwachsene. Er wird mir davon jetzt einige Fragen stellen und wenn ich die Fragen richtig beantworte, ist alles super, dann weiß ich, dass ich zumindest nicht komplett bescheuert bin. Wenn ich eine Frage allerdings falsch beantworte, bin ich hier auch schon zeitgleich auf der Seite 50-50 und zwar geht es bei dieser Seite darum, dass bestimmte Sachen hier stehen, wie beispielsweise ein Interesting Cake. Allerdings kann es sein, dass wenn man auf diesen Link klickt, kein Interesting Cake gezeigt wird, sondern ein Cut Bloody Finger. Das heißt, ich muss dann da draufklicken und vielleicht habe ich Glück und vielleicht sehe ich auch dann irgendwas Ekelhaftes. Meine Zahl liegt genau zwischen 1479 und 1485. Deine Zahl liegt zwischen 1479 genau, meine Zahl liegt genau, also in der Mitte, von 1479 und 1485. 1482. Yeah. Sind die anderen schwieriger? Ja, klar. Oh, shit. Tom kauft 2 große Eiswaffeln und 4 kleine Eis am Stiel für zusammen genau 22 Euro. Lena kauft eine Eiswaffel und 3 Eis am Stiel für insgesamt 14 Euro. Wie viel kostet eine Eiswaffel und ein Eis am Stiel zusammen? Die Sache ist, in der 4. Klasse hast du das ja auf dem Blatt Papier. Ich konnte mir nicht mal die Namen von den Leuten merken. Ich kann mir das nicht merken, ich klicke einfach auf einen Link. Das, glaube ich, sogar jeder sehen wollte. Ich klicke jetzt auf ein Interesting Cake oder Cut Blondie Finger und ich habe... Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, okay, es ist ein blutiger Finger. Oh, oh, ba, ba, ba. Also ich musste das euch jetzt wahrscheinlich zensieren, weil das... Ey, oh! Bah, ich hoffe, dieses Video ist nicht ab 18. Guck mal! Oh, ja, jetzt. Was ist als Anrede für eines der begehrtesten Models der Welt vollkommen angemessen? Tag, Alte, ey, Tante, hi, Mutti, Naomi. Naomi. Naomi Campbell. Hey, das ist okay. Das wusste ich aber auch nur, weil Naomi noch kam und du das so gut ausgesprochen hast. Was trägt man eher unfreiwillig? Halskette, Armreif, Augenringe, Zungenpiercing. Augenringe. Bin ich eigentlich so schlecht im Fragen? Aber eigentlich ist es schön, dass die Fragen easy sind, weil so, da muss ich weniger zensieren fürs Video. Der Facharbeiter einer Produktionsfirma arbeitet täglich 8 Stunden und verdient 72 Euro pro Tag. Dein Chef arbeitet genauso viele Stunden, also auch 8, und verdient aber 96 Euro. Wie viel mehr bekommt der Chef pro Stunde? 3 Euro. Ich bin Mathe-Genie. Ich hab direkt nebenbei gerechnet. Seit jeher haben die meisten, vervollständige den Satz. Hab ich Blut im Haar? Hä? Vom Finger oder was? Und es ist Licht. Okay. Seit jeher haben die meisten Dobermänner, Cockerspaniel, Schäferhunde, Riesenschnauzer. Naomi Campbell? Keine Ahnung. Seit jeher haben die meisten Schäfer Hunde. Hä? Hey. Ah, seit jeher haben die meisten Schäfer und dann die ganzen Hunde. Genau. Ach so, oh, ich dummer Spast, Alter. Leute, ich weiß nicht, welche Website ich nehmen soll, aber Super Cute Pug Video oder Man Sticking a Needle Up His Penis Hole. Oh. Nee. Was tut ihr mir an? Ich klicke drauf. Es lädt noch nicht. Oh. Ein Hundevideo. Ah. Gott sei Dank, ey. Alter Schwede. Und was ein YouTube-Video, Alter. Hier sind einfach voll viele Packs in einem Video. Was besteht aus 18.000 Metall-Einzelteilen und wird von 2,5 Millionen Nieten zusammengehalten? Tower of London, Christusstatue Rio, Eiffelturm oder Rialdo-Brücke in Venedig? Alter, ich dachte, jetzt kommt noch eine Sache, die so gesagt, so ein bisschen so, okay, das hätte man nie gerechnet, dann hätte ich das genommen, weil das sind alles... mögliche Antworten tatsächlich. 18.000 Metall-Einzelteile und 2,5 Millionen Nieten. Tower of London, Christusstatue in Rio, Eiffelturm und Rialto-Brücke in Venedig.
Eiffelturm? Oh mein Gott, okay, das ist krass. Ich habe halt einfach so gedacht, so Eiffelturm, okay, da muss relativ viel so bla bla bla. Natürlich bei den anderen Sachen auch, aber ich glaube, die haben die Brücken. Brücken baut man jetzt irgendwie auch anders. Keine Ahnung, was ich hier laber, aber auf jeden Fall habe ich geraten. Okay, du hast ja gerade eben schon gezeigt, dass du richtig gut Kopfrechnen kannst. Ah, geht, chill. Sabine braucht ein neues Mathematikheft für die Schule. Im Supermarkt kosten 5 Hefte 4 Euro. Im Schreibwarengeschäft zahlt man für 6 Mathematikhefte 5,40 Euro. Ja, ich schon wieder vergessen. In welchem Geschäft ist ein einzelnes Heft teurer? Um wie viel Cent ist es dort teurer? Also, im Supermarkt 5 Hefte 4 Euro. Ja. Im Schreibwarengeschäft für 6 Mathematikhefte 5,40 Euro. Im Supermarkt kosten 5 Hefte 4 Euro. Also im Supermarkt kostet 1,80 Cent. Gleich teuer. Nee. 5,40 Euro, 5,40 Euro. Nein, 90 Cent kosten die im Ding. 10 Cent sind die da teurer. Ja. Ah, fuck, ich dachte gerade, die kosten auch 80 Cent. Entweder Bathtub Ducklings, also Entchen in einer Badewanne, oder ein Selbstmord in einer Badewanne. Oh Gott. Oh Gott, Leute, okay, ich klick drauf. Das Ding ist ja, ihr kriegt es zensiert, wenn es ekelhaft ist und ich muss es mir angucken. The image you are requesting does not exist or is no longer available. Müssen wir ein anderes nehmen. Dann war voll der Mord. 200 km/h Crash in a 90s Car oder a special kind of birthday present. Also ich klicke drauf und ich sehe 200 km/h Highspeed Crash. Oh Gott, nee. Das ist aber gar nicht schlimm. Nee, da ist doch gar keiner drin. Nee, da sitzt doch keiner drin. Ja, ich dachte, da würde einer drin sitzen. Nö, die haben einfach nur so ein Auto und ein Dings runterge... Oh, ist ja langweilig. Hä? Okay, da hab ich Glück gehabt. Oh Gott, was geht denn hier jetzt ab, Alter? Ein Zeuge macht sich unglaubwürdig, wenn er sich in Widersprüche verhäkelt, verklöppelt, verknüpft, verstrickt. Verknüpft? Ne. Verstrickt, ne? Verstrickt. Ja, oh fuck, ey. Fuck. Hier ist entweder, dass ein Babygorilla auf einer Schaukel sitzt oder dass eine Frau ins Gesicht geschissen bekommt. Scheiße, wie viel muss er denn scheißen? Oh. Bah, sie kriegt's... sie kriegt es alles... alles in die Fresse! Wer mit Orientteppichen handelt, der verscheucht Inder, verjagt Mongolen, vertreibt Perser oder vergrätzt Chinesen. Sag nochmal die vier Auswahlmöglichkeiten. Verscheucht Inder, verjagt Mongolen, vertreibt Perser, vergrätzt Chinesen. Vertreibt Perser. Yeah! Ja, das, irgendwo wusste ich diese Redewendung, glaube ich. Ja, ist keine Redewendung. Ist keine Redewendung? Nö. Wer mit Orientteppichen bin ich gerade aufgefallen, dass ich Perser, weil Perserteppiche. Ah, ganz genau. Aber ich hab's richtig. Womit lässt sich Schmutz entfernen? Astbesen, Stammschrubber, Wurzelbürste, Kronenfeger. Kronenfeger. Nee! Was? Wurzelbürste. Ist Kronenfeger ein Vogel? Warte, ich google mal eben. Ich habe Kronenfeger schon mal irgendwo gehört. Und zwar, wenn ich google, wird mir angezeigt, dass der Kronenfeger ein... Günther Jauch? Doch kein Vogel ist. Günther Jauch ist Kronenfeger, meine Damen und Herren. Boy. That escalated quickly. Wir nehmen als Video Man makes deadly snakes bite him 160 times oder fail bottle flip. Ich klicke mal drauf und wir sehen, es ist ein Bottle Flip. Ey, das ist cool. Hammer Video. Meine Damen und Herren, jetzt kommt die letzte Frage. So, wir gehen wieder in Richtung Mathematik. Auf einem Jahrmarkt werden 4 bunte Luftballons für 22 Cent angeboten. Ich habe gerade keinen Bock zu rechnen. Ich sage einfach, ich hab's falsch. Hier haben wir entweder einen Blunt Bunny oder dass ein Typ heißes Öl über seinen Penis schüttet. Oh. Das heißt, ich klicke jetzt drauf und man sieht, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh. Es ist eine süße Blonde. Das war's hier mit dem Video, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da und bei wie viel Likes? 10. Bei 10 Likes. Passiert was? Ich weiß es nicht. Passiert was. Also, hit that Like-Button. Hit that Like-Button. Du bist am Arsch.
Ihr findet hier ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und ihr findet hier oben auch noch mich mit einem Pulli eingeblendet. Also da könnt ihr auf meinen Shop kommen, wo ihr den Pulli unter anderem kaufen könnt. Und hier findet ihr ein anderes Video eingeblendet, was ihr euch jetzt anschauen könnt. Ganz genau.